Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge sind wir in dem Walmart und einigen anderen Orten hier rumgerannt, um ja einige Missionen zu erledigen. Und damit machen wir heute weiter. Wir haben hier noch eine Auswahl von Sachen, die wir machen können. Die Kraft der Musik ist da zum Beispiel jetzt noch zur Auswahl. Was ist denn da? Ach so, Verkürzungsstelle. Ich nehme an, dieses Schwert und dieses Ding bedeutet, ob wir da was kaufen können. Ja, nehme ich mal an. Gut, aber wir haben eine neue Waffe gekauft. Die schauen wir uns mal an. Mithril-Säbel, Klingenstrahl. Oh, das ist eine Limit-Attacke aus dem Original. Oh, geil. Oh, ist die schwach. Die ist unglaublich schwach. Ich meine, die ist magiemäßig ganz schön stark, aber trotzdem. Oh, das ist auch nicht gut. Und nicht mal mehr Materie zur Auswahl. Materia. Okay. Ja. Weiß ich nicht. Was habe ich denn hier für eine Auswahl? Ne, das war schon ein physischer Angriff. Also ja. Ich meine, ich mache da auf magischen Angriff. Ne, geht ja nicht anders. Verdammt. Ne, nicht magische Abwehr. MP, wo ist? Ich meine, irgendwann wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, wo wir irgendwie magisch mäßig mit Cloud hier kämpfen können, aber trotzdem Schaden von Angriffsgebiet, Schaden Subspirit bei Leiden von großen Schaden MP, cool. Nein, Staatsresistenz. Okay, ist jetzt alles nicht so toll, wenn ihr mich fragt, aber soll ich halt machen, ne? Nein. Und das sparen wir mal, ne? Weil ich ja nicht weiß, ob noch irgendwie was kommt oder so. So, und das rüstet man natürlich aus, ne? Könnte meinen, so ein Magie ausgelegter Säbel würde uns, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Materiaplätze geben, aber nö. Gut, alles klar. Machen wir erstmal Kolosseum, also nicht. Weil, keine Ahnung. Ich werde mit dem Schwert auch schnell hinter mich bringen und so. Wo ist das Kolosseum? Das hier, nee, das ist der hier. Oh, weißt du was? Lass das hier erst machen dann. Ja, schon hier sind. Hi, Leute. Männers. Hi. Was machst du hier? Keine Ahnung. Eine Möglichkeit, auf die Platte zu kommen. Deswegen wollten wir noch mal auf die Platte. Moment. Kommst du da nicht hinauf? Hey. Wer ist denn das da? Eine außergewöhnliche Frau. Das sehe ich doch von hier. Deine Muskeln. Wohl proportioniert und in perfekter Balance. Dein Geist im Einklang mit deinem Körper. Du musst einen fähigen Lehrer gehabt haben. Aber gerade scheinst du mir etwas angespannt zu sein. Dich plagen Zweifel. Tifa? Hey, du. Tifa, richtig? Anjan hört eh nicht auf. Willst du dich mit ihm messen? Kann nicht schaden. Manchmal ist es sogar ganz befreiend, sich so richtig auszupowern. Überleg's dir. Von mir aus gerne. Okay. Jetzt Kniebeugen mit dir. Da bist du ja. Fangen wir an. Klimmzüge, du gegen mich. Klimmzüge. Sprengen okay. Die Grenzen des Möglichen. Okay, ich wollte schon sagen, wo machen wir denn hier Klimmzüge? Oh nein, das orientiere dich an den Hilfssymbol, um das beste Timing zum Drücken der angezeigten Taste zu finden. Oh Gott, das sieht ja tausendmal. Oh mein Gott, das ist eine andere Reihenfolge. Also ich nehme jetzt mal hoffentlich an, das ist die gleiche Reihenfolge. Kreis, Viereck, Dreieck, X. Also so, okay. Gott. Kreis, Viereck, Dreieck, X. Also ist eigentlich genau das gleiche Spiel, nur halt mit einer anderen Reihenfolge, ne?
Na, ich muss mit X anfangen. Alles klar. So eine Frage zeigt sich der Vermassel. Okay, da war aber längst nicht alles, ey. War viel zu einfach. Oh. Oh, die Reihenfolge ändert sich. Kreis, Dreieck, X, vier, Kreis, Dreieck, X, vier, Kreis, Dreieck, X, vier. Du hast erst vier? Oh Gott. Okay, da war zu schnell. Kreis, Dreieck, X. Nein, verdammt. Okay, ich habe 7 Vorsprung. Wie viele Runden gibt's? Oh, das war schon. Alles klar. Nehme ich. Ich muss mich geschlagen geben. Tiefer. Ich habe gewonnen? Durch unser kleines Duell scheint sich deine Anspannung gelöst zu haben. Und auch ich habe neue Kraft geschöpft. Danke. Heute werde ich in absoluter Bestform auf die Bühne treten können. Ich habe zu danken. Ich fühle mich wirklich befreit. Hier, ein kleines Andenken. Wer weiß? Gewonnen, Anfänger. Oh, sie hat Dings bekommen. Zusammen auf der Bühne. Freigeschaltet, fortschritten. Okay, fortgeschritten. Mit wem muss ich da sprechen dafür? Ein anderes Mal. Komm schon, lass uns eine Runde zusammen pumpen. Ja, um was geht's denn? Ah, okay, Magiebus und Meistergürtel. Okay. Habe ich doch schon Anfänger. Essen. Du? Ein Training gefällig? Ja, komm. Alles klar. Schon tiefer schaffst du. Ja, die haben größere Arme, die sind natürlich viel besser. Man tritt eigentlich noch mal Erschöpfung ein, wenn ich irgendwie zu langsam bin. Ich glaube ja, ne? Runde 2, so. 3, 4, Kreis. Ja, oh Gott. Oh nein! Oh nein, jetzt macht er mich noch fertig, ey. Er hat mich eingeholt. Dieser Pisser. Oh, ich glaube, ich habe noch einen 19. Ich habe noch 19, glaube ich, im letzten Moment. Jawohl. Oh. Alles klar. Du musst mir noch eine Chance geben. Nein, niemals. Ich nehme diesen Sieg und ich fahre ihn nach Hause, um dir eine Chance zu geben, deinen Titel zu verteidigen. So, und ein Meister, ist das nicht den wir schon auch haben mit Cloud? Dann haben wir auch einen mit Tiefer, ne? Wäre nicht schlecht. Ich finde Meistergürtel gut. Wo, ich glaube, den hat sie gerade schon ausgerüstet, ne? Jetzt kommt irgendeine kryptische. Ich bin beeindruckt. Gott, ich habe die. So unnatürlich aus, wenn ich das mache. Das ist deine
Oh Gott, der hat noch zwei hinter mir. Ich mache einen Fehler. Nein, oh, jetzt macht er mich völlig. Gott verdammt. Oh, wie schnell er auf einmal ist. Alter, der hört gar nicht mehr auf. Ich bin beeindruckt. Dann kann ich nochmal neu machen. Naja. Jetzt muss ich auch nicht mehr dran denken, tiefer. Ah, komm. Als Trainer muss ich meinen Ruf bewahren. Na, warte du, ey. Ich glaub, beim letzten Mal hatte ich das im ersten Mal geschafft, ne, mit den Kniebeugen. Ey, der war ja voll unaufhaltsam, ey, am Ende. Zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Wir lieben dich, Chef. Nein, liebt mich. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Komm schon. Hey. Ich krieg gar keinen Abstand zu dem, ey. Ah, jetzt ist der schon wieder nur drei hinter mir. Und jetzt legt er volle Möhre los und ich schaffe das nicht mehr. Ein Kampf auf allerhöchstem Niveau. Was für wunderschöne Muskeln. Dankeschön. Meintet mich, oder? Nein! Oh. Oh, jetzt macht er wieder keinen Fehler und ich. Boah, ist ja voll unfair. Guck dich da an. Machen Fehler. Hey, schieß ihn ins Gesicht. Er ist auch voll unfair. Ja, am Ende macht er einen Fehler. Geil. Er ist auch voll unfair. Soll ich denn damit mithalten? Ey? Ist das zufällig oder macht er immer irgendwie so krass? Mich nicht zurückhalten. Hey. Ja, warte, komm. Was für wunderschöne Muskeln. Na, jetzt krieg ich noch nicht mal die Dings. Nee. Man kann ich nicht einfach neu starten von hier aus, ey. Ja, voll nervig. Das ist ein Versuch noch. Oh, hätte ich lieber. Warum kann ich nicht einfach neu starten? Komm schon. Alter, dauert ja ewig. Alter, hätte ich ja gleich weitermachen können. Aber noch einmal, ey. Du musst mal einen Fehler machen, Kollege. Ey. Das geht so nicht. Mich nicht zurückhalten. Meistergürtel, den habe ich schon, ne? Ist trotzdem egal. Ich glaube, der macht immer an der gleichen Stelle einen Fehler. Nein, Mann! Aber wenn er jetzt wieder unterbrochen macht ohne Fehler, dann hat geskriptet. Also muss echt irgendwie so 50 Dinger oder so. Oh mein Gott. Oh. Er hat jetzt wieder 17, ne? Pass auf. Jetzt hat er 18, jetzt hat er 19. Wie viel habe ich erst? Ich habe erst 5 oder so, ne? 7.
Gott, verdammter Dreck, ey. Können Sie mir auch noch so eine kryptische Reihenfolge hier merken, ey. Ey, ich schaff dich mal an, jetzt so schnell. Alter. Ey, so schnell schaffe ich das nicht. Das ist unmöglich. 42, wie soll ich denn das machen? Nee. Werde ich nie im Leben schaffen, ne? Das ist unmöglich. Nee. Versuche ich gar nicht erst, ey. 42, ich kann doch nicht mal annähernd so nah. Ah, frustriert mich. Lass mich ran, dafür gibt es eine Trophäe oder irgendwie sowas. Ne, Meister, pass auf. Den habe ich schon, ne? Glaube ich. Da, Meistergürtel. Ich meine, wäre nicht schlecht, noch so einen zu haben, aber trotzdem. Ne, das schaffe ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu krass. So, was ist jetzt das Kolosseum? Ja, ne? Hey, guck mal, was ich hier schon wieder höre. Oh. Du? Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Fight on. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Okay. Aber wie ist ein Sieg schon mal erledigt? Boah, mit den Klimmzügen regt mich jetzt ein bisschen auf, ey. Wie soll ich denn das jemand schaffen? 42, ja, das schaffe ich doch nie im Leben. Unfair. So. Schwert sieht nicht schlecht aus, ne? Finde ich. So, bin ich irgendwie an... Nö. Nichts wieder, aber ich brauche sogar ein paar, glaube ich. Ja, vielleicht sollte ich mir ein paar holen, vielleicht auch nicht. Haben die sich so komisch angeguckt, so gehen wir aus dem Weg. So, machen wir hier im Kolosseum und guck mal, wir hier shoppen. Seine Kette wurde gerade erst gerendert. Sollte scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine Spur. Wie wär's, Champ? Würdest du ihren Platz einnehmen? Aber sicher doch. Sondermatch. Was ist ein Feuerkampf? Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Machen wir freier Kampf danach. Vielleicht können wir aber nicht noch ein bisschen Erfahrung. Muss ich jetzt wieder drei Kämpfe oder so machen? Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Okay, wer bist du? Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengel-Cup. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Was für ein Lebenssieg. Und ihr Kampf beginnt jetzt. Oh, perfekt. Ach, du bist das. Gegen den haben wir schon mal gekämpft, genau. So, Höllen und nix zum Stehlen. Stehlen, Hyper, ist sowas von egal. Was? Kollege. Okay, der ist schon mal weg. Oh, hi. Wer ist denn Bändiger besiegt? So, Klingelnstrahl. Ist so eine coole Fähigkeit, auch im Dings.
Original. Geht auf einen Gegner und teilt sich auf. Wirksam Eis. So, ihr macht mal hier mehrere Sachen, wenn es geht. Und er ist sogar vergiftet, sehr gut. Na, tiefer. Wir machen gut Schaden gegen den. Da kommt wahrscheinlich noch was, ne? Oh, du hast schon wieder mein Dings abgebrochen. Den Schock erhöhe, heißt das, wir machen dann mehr Schaden. Da wollte ich gar nicht. So, egal, ich muss ja noch Klingenstrahl lernen. Das war eine sehr coole Attacke. Das können wir von weitem noch angreifen, endlich. Okay, das kann es unmöglich schon gewesen sein. War zu einfach. Okay. So, wie sieht's hier aus? War noch nicht mal die Hälfte. Abgefahren. Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Oh, okay. Nee, will ich nicht. So, ich will mal sehen, was freier Kampf ist. Da bist du ja. Okay. Preis Tarotkarten. Schrift zur Ultima Mysterium Atomisator Katastrophe. Oh, kann man hier Limits lernen? Okay. Für eine Schwertkunst, Schusswaffen. Oh mein Gott, das hätte ich glaube ich viel früher schon machen müssen, ne? Na gut. Dann weiß ich, was ich im nächsten Part mache. Gott verdammt, das sieht aus. Das hätte ich schon viel früher machen können, oder? Ich meine, freier Kampf war schon viel früher irgendwie zur Verfügung. Gott verdammt, das. Da klang jetzt so, als könnte ich irgendwie neue Limits lernen. Atomisator und also was, nee, nicht. Delfinschlag, das ist auf jeden Fall eine Limit-Attacke von Tifa im Original. Und ich glaube, das habe ich hier ja mal in so eine Preview irgendwie so schon gelesen, ja, im Ladebildschirm. Ja, super. Hätte ich ja schon viel früher, viel stärker sein können. Glaube ich. So, nein, da will ich dich hin. So, dann gehen wir erstmal die beiden Missionen hier noch ab. Also ich glaube, nee, das wird noch ein bisschen länger dauern, ne? Glaube ich. Kleine Wildfang. Obwohl das die eine Mission ist dadurch erledigt, ne? So, gehe ich überhaupt richtig? Nein. Gut, dann weiß ich, was ich in der nächsten Folge machen werde. Dann werden wir ein bisschen hier. Ups, Entschuldigung. Den Kolosseum hier aufräumen. Ich hab's selbst gesehen. Hoffentlich wird das nicht zu schwierig. Oh, das verwirrt mich jetzt so sehr, dass hier überall alles ausgegraut ist. Ach, ihr habt mich noch nicht mal. Ah, nee, ich wurde auch nicht geheilt, stimmt. So, boom. Ich habe noch ein paar Lieder. Fight on. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen.
Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Versuche herauszufinden, was das für ein Lied ist, ey. Also ist es weg. Fight on. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Ein bisschen kommt mir bekannt vor. Stand up. Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so. Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeig euch, wie das richtig geht. So, aus der Hüfte. Was? Wow, toll. Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Disco Fever. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Dann, uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Etwa nicht? Ah, noch mehr Handbücher. Cool. Alles klar. Dann gehen wir noch ganz schnell zurück zu Kiri. In Hoffnung, dass wir können jetzt umsonst mal reisen, ne? In Hoffnung, dass wir von ihr vielleicht auch noch was bekommen. Von Abschluss. Aber kein Grund, sich zu stressen. Ups, falsche Person. Verdammt. Na, schwere Beine? So, wo ist denn das jetzt genau? Kirche? Kirche. Null Geld. Schön. Los, du räudiger Hund, du. Du rotzniesiger Drogenkobalt. Okay, das mit den Klimmzügen, da trägt mich jetzt aber ein bisschen auf. Da will ich schaffen. Ich werde das offscreen machen, ich weiß es nicht. Regt mich auf jeden Fall ein bisschen auf, dass ich das nicht schaffe. Das ist mir irgendwie zu schwer, glaube ich. So, hi. Und wie war's? Es ist erledigt. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar. Immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut. Das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Stillgestanden. Oma, was machst du denn hier? No. Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hm, hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sag die, wieso wird dazu, was sie Yuffie ist? Festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist der Racheengel? Wesens hatte ich damit recht. Du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder? Wir entscheiden selbst, wer wir sind. Hä? Greifen wir uns Corneos Schätze und verteilen sie unter den Leuten. Dann sind wir die Racheengel. Bist du dir sicher, dass das mit dem Racheengel so funktioniert? Wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Das hat sie selbst gesagt. Stimmt auch wieder. Kommt, wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Okay. Ach, wir müssen die sogar finden. Nee, sorry, das gestohlene Portemonnaie. Ich wollte sowieso noch mal gucken, ob... Was? Was ist denn hier noch? Was hat mit der Mission? Mit deinem Racheengel? Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet hat. Okay, die werden auf der Karte eingezeichnet, also ist das ja eigentlich einfach, ne? Okay, das ist doch ein bisschen weiter entfernt. Ich dachte, da wäre hier um die Ecke irgendwo. So, Stahlberg, los, da gehen wir mal ganz schnell hin mit unserem Schokobo. Einfach nur um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas Geiles ist oder so, ne? Ja, super. Bahnhof, Eingang. Ich dachte, da ist Stahlberg. Hier ist doch... Da. Ja, wo ist denn das jetzt hier? Aussichtspunkt. Warte, was? Ist auch noch Bahnhof. Wo ist das hier dann? Eingestürzte Schnellstraße? Warum ist die Karte, die da angezeigt wird, vollkommen die andere? Warum ist die... Da? Alter. Hier rechts war das, ne? Irgendwie kann ich nicht dahin. Ich nehme an, hier ist das? Wie heißt das nicht so? Stahlberg. Mal springen. So. Stahlberg hieß das doch, aber wie habe ich keinen, das so heißt, muss ich die erstmal irgendwie ansprechen oder so, damit ich die aktivieren kann. Ich dachte, ich kann mich dann automatisch irgendwie dahin packen. Hm. Das ist auch wie beide meiner Theorien, dass die eine, dass eine Mädchen Yuffie ist und dass sie der Rachengel ist, ja mit einem Schlag irgendwie gelüftet worden. Eine war richtig, eine nicht. Schade. Egal. Eins von zwei, ne? So, immer noch was. So. Wo bin ich jetzt hier? Was zum Teufel? Aber hier ist doch ne... Ich verstehe das nicht. Dann laufen wir eben noch kurz dahin, sind doch nur 700 Meter. Alter, sind das für Schoko überrascht. Da kann ich mich eben immer nur ein dein Porten. Oder ich kann mich nur mit den Porten, aber ich kann mich nicht zu jeder hin porten, ne? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich bin's doof gemacht. Das ist das, worauf ich hinaus will. Macht ja eigentlich ein bisschen wenig Sinn, wenn man mitten im Nirgendwo hier so ein Schokobo-Ding hier rufen kann, ne? Aber trotzdem. Soll ich mir wenigstens wissen, da ist doch bestimmt noch was anderes, außer hier so Kronjuwelen, oder? Sind eine Menge Kisten und so. Ach, geh weg. Aha. Ich habe jetzt gerade keine Lust auf euch. Habe ich euch überhaupt so? Nö. Haha. Jetzt gerade ohne Ende nervig. Wo ist das? Ich weiß überhaupt nicht, was dieser Angriff macht, aber er sieht stark aus. So, Stufe 27. Hier hätte ich lang gehen müssen. Oh.
So. Dann mach mal auf. Endlich. Sag mal, was hier alles ist, ey. Gebet. Mogelmedaille. Oh. Noch eine Mogelmedaille. Noch eine Mogelmedaille. Eine Materie liegt da. Oder? Nee. Molotow. Kramjuwel. Auf Geld. Ich wusste ja, wird sich lohnen, hier als erstmal abzusuchen. Leider geil. Diadem, das ist neu, glaube ich. Ist das hier? Nee. Und da hat man schon maximal MP und sich um 10 Magiewert. Das wäre was Gutes für Eris. Geil. Die Mogi-Medaillen, die kann man bestimmt auch für was Geiles eintauschen irgendwann, ne? Obrinrot-Diadem. Ach so, das ist ein Kronjuwel, okay. Und was war da jetzt drin? Ein Jungfernkuss nochmal? Da ist irgendwie nichts aufgeploppt. Aha. Ja gut, dann würde ich aber sagen, ich gehe jetzt von hier aus zum Walmart. Ich versuche mich noch an diese Klimmzüge. Und dann hoffentlich, wenn man das, werde ich die auch noch schaffen. Mal schauen. Keine Ahnung. Und ja, ich würde aber sagen, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder bei Final Fantasy 7 Remake. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr einen Teil lasst, bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.